zweite Teil Düsseldorf beginnt am Ratinger Tor. Ich glaube, an der Stelle stand schon mal dann die Frauentor. Jetzt bin ich auf der Ratinger Straße. Ich die Ratinger Straße durch in Richtung Altstadt. Schöne Gebäude im Hintergrund ist die Kunstakademie. ...1773 entstand die Kunstakademie. Das war die Kurfürstliche Pfälzische Akademie der Maler und Bildhauer. Mit der Kunstakademie sind einige berühmte Namen verbunden. Zum Beispiel Heinz Mack oder Otto Piene, Gerhard Richter oder auch Josef Beuys. Hier sieht es ja in der Großstadt aus. Am Ende der großen Häuserzelle liegt hier die St. Josef-Kapelle. Da bin ich auch schon am Schlossufer. Das ist der Kalvarienberg bei St. Lambertus. Die St. Josef-Kapelle ist von 1712, ein Karmeliterkloster. Das ist die Oberkasseler Brücke. Hinter der Brücke liegt die große Turnhalle. Das ist für so Konzerte. Ist da rechts die Rundhalle. Da wechsle ich jetzt mal die Richtung hier der Rheinpromenade entlang in Richtung Fernsehturm. In dem Turm ist das Schifffahrtsmuseum. Das ist eins der Wahrzeichen der Stadt, der Schlossturm. 1288 wurde Düsseldorf zur Stadt erhoben. Ja, mit dem Köln-Düsseldorfer hier eine Schiffsrundfahrt zu machen, wäre ja auch nicht schlecht. Das war eine schlichte Burg, die wurde erst einmal 1386 erwähnt. Wenn ich richtig unterrichtet bin, da haben die Herzoge von Jülich-Kleve-Berg die Burg bauen lassen. Der Schlossturm, der hatte erst 1551 Richtfest. Früher ging ja hier eine Straße lang. Bin ich sehr oft in Richtung Messe gefahren. Auf dem Messegelände wurden damals Radrennen veranstaltet, also Trainingsrennen, jeden Mittwoch. In Düsseldorf habe ich schon einige Radrennen gefahren. Da ist eine der ältesten Sammlungen von Deutschland drin. Die Geschichte der Rheinschifffahrt. Hier gibt es auch so ein Aussichtsgeschoss, da ist ein Café drin.
mit einem herrlichen Blick über die Altstadt. Das ist der Ratschlägerbrunnen hier am Burgplatz. Düsseldorfer Ratschläger sind auch ein Wahrzeichen der Stadt geworden. Im Hintergrund nochmal die Lambertuskirche. Eine sehr schöne Reliefskulptur. Alles aus Bronze. Das ist das Stadterhebungsmonument. Das soll erinnern an die Verleihung der Stadtrechte im 13. Jahrhundert. Die Plastik ist von Bert Gerresheim. Errichtet wurde der Brunnen 1988 und zwar zur 700-Jahr-Feier. Zu den Motiven gehört hier zum Beispiel die Schlacht von Worringen. Ein sehr schönes Kunstwerk. Ja, unterhalb ist jetzt der Flüsschen Düssel. An der Düssel vorbei geht es in Richtung Rathaus. Die sehen ja total echt aus. Das Rathaus ist von hier nicht weit. Das Rathaus steht hier am Marktplatz. Auch ein historisches Wahrzeichen der Stadt. Das alte Rathaus, eine imposante Fassade. Das ist gebaut worden von 1570 bis 1573. Das ist der Kurfürst. Die Märkte wurden hier schon auf dem Platz seit 1482 abgehalten. Das ist, glaube ich, aus dem Jahre 1711. Und so lange sitzt er schon auf dem Pferd. Wenn mich nicht alles täuscht, geht hier auch der Rosenmontagszug vorbei. Einen großen Martinsumzug gibt es noch hier auf dem Platz. Ach, da steht ja alles. Düsseldorf hat noch eine sehr gut erhaltene Altstadt. Das müsste jetzt Ecke Waldstraße sein. Das finde ich einen ganz tollen Baustil. Nächstes Ziel ist jetzt der Karlsplatz.
auch wieder eine sehr schöne Ecke. Ne, zum Karlsplatz schaffe ich jetzt nicht mehr im zweiten Teil. Was machen wir dann im dritten? Bis dann.